Ja, hallo liebe Minecraft-Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge. Folge 2 müsste das sein. Nee, müsste, ich weiß es natürlich ganz genau. Ja, also, was hat sich verändert? Ja, hier unten rechts steht jetzt das Ganze richtig. Beim Space Race Manager. Dann funktioniert nein. Eigentlich, wenn man nicht zu doof wäre, etwas einzutippen. Tippen. Dann habe ich hier mal einen Wegpunkt gemacht. Dann war ich meinen. Ein bisschen hier erstmal für den Anfang. Also jetzt ist gerade mal Tag 2 um 4 Uhr. Quasi nicht viel. Aber jetzt möchte ich natürlich erstmal mir schon mal Eisenspitzhacken und auf lukrative Art zu machen, mich statt mit 3 Iron Ore nur mit 1,5. Weil, ja, Stone Pickaxe, also, ja, könnt ihr ja vergessen, ihr wisst ja selber. Dafür gibst du ich in erster Linie den, hier den Quarz Crimstone. Wenn wir mal einfach machen. Übrigens zu eurer Information. Wie kann ich jetzt so schnell das Rezept einlegen zum Beispiel? Also wir klicken da drauf. Haben wir ja das Wundengear. Dann drücke ich jetzt Shift und Linksklick. Da tut er mir automatisch die Sachen da rein tun. Dieser Block ist von Applied Energistic. Fehlt mir noch. So, wir brauchen Cleanstone. Und übrigens wegen der Brennbarkeit von Holz. Also ich bin zu faul, ja noch das andere Holz zu machen. Wie ihr seht. Also die brennt 300. Die brennt 300. Die brennt 150. Das haben sie geändert. Dann bringt sie sich mehr, die Slab zu machen. Aber früher, da war es doch gleich. Boah, der Ofen hat die Dings gespeichert. Habt ihr das gerade gesehen? Ist auch so eine Dings. Also ich werde das Video wahrscheinlich mehrmals cutten, mehrmals wenden, mehrmals anderes Zeugs machen. Schreiben sie wieder in Teamspeak. Na, es ist ja egal. Ich dachte, wenn ich mich da wenigstens komplett Dinge. Quasi Lautsprecher aus, dass dann alles aus ist. Aber das ist wahrscheinlich nicht so. Gut, dann tun wir das Ganze machen. Dann haben wir da unseren Crimstone. Den müssen wir aber auch betreiben. Und zum Betreiben brauchen wir diesen Crank hier, den Wooden Crank. Mach's mal ganz normal so. Kann ich die Maschine jetzt zum Beispiel hier hinstellen. Jetzt nehme ich mir hier ein Eisen. Kann es dann hier oben rein tun. Dann drehe ich jetzt hier ein bisschen gemütlich. Einfach Rechtsklick machen und auf das Ding da. Dann dreht sich das und dreht sich das und dreht sich das. Dann rutscht das auch hier unten durch. Und dann kommen jetzt zwei Eisen und das draus. Kann ich dann ganz um meinen Ofen tun und habe dann zwei Eisen. Quasi billiger. Weil die Maschine ist wirklich günstig. Man hat zwar noch Handarbeit, aber am Anfang kriegt man so schon mal alle Ressourcen doppelt. Ja. Wird man uns als nächstes bauen? Als nächstes hatte ich dann so in Absicht genommen, mir eine ordentliche Spitzhacke mal zuzulegen. Würde ich, glaube ich, machen. Ja, ich leg mir da eine ordentliche zu. Ja, das Ding ist vom Mechanismus. Ist wirklich eine sehr gute Abbaumaschine. Das muss ich wirklich sagen. Ich bin echt zufrieden damit. Nur ist eben noch relativ teuer am Anfang. Aber ja. Mechanismen, gute Mechanismen. Kann ja schon mal kurz schauen. Mechanismen. Mechanismen. Aber wir brauchen auf jeden Fall erstmal Strom. Windturbine.
Dafür brauchen wir auch das Teil. Also wir brauchen anderweitig Strom. Wir brauchen... kriegen wir erstmal Strom. Kohle. Müsste irgendwas... Irgendwann gibt es ja immer Kohlegeneratoren. Hä, bin ich gerade doof? Chemiker, Chemiker. Hä? Heat-Generator, dort unten. So, bei Strom dazu. Der ist relativ einfach zu machen. Da brauchen wir zwei Kupfer in den Ofen. Osmium. Ja, ich werde das auf jeden Fall kurz durchmachen und die Erze quasi machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Mikro auch noch aktivieren. Ach ja, hier wunderschön rumzudrehen. Das macht uns ja Spaß. So, wir sind natürlich fertig, habe ich euch ja gesagt. Wir brauchen den Hitzegenerator. Wir brauchen ja erstmal Mechanismenstrom. Furnace, Zeugsen, draufdrücken, das, dann das, 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 für uns Holz. Nee. Ich schiebe noch Arm ab Kreuz. Jetzt habe ich was gesagt. Hä? Feldeisen. Feldeisen, Leute. Apokalypse. Bringt euch alle um. Nee, jetzt haben wir mal im Ernst. Ist schon so, naja, das ist eben so die tägliche Handwerksarbeit. So läuft das Ganze eben. Und normalerweise tut das dann trotzdem reinschlichten, wenn ihm was fehlt. Ja. Auf jeden Fall jetzt den Hitzegenerator. Dann brauchen wir für alles Zeugs, was wir ja vorhin gelesen haben, brauchen wir den Metallic Infuser. Brauchen wir zwei Öfchen. Natürlich kann man es nur reinlegen. Das Fragezeichen existiert auch nur, wenn man ein Crafting-Table ist. Weil normal, wenn man das Kraft darauf drückt, sieht man nur circa, was man braucht. Und mit dem Shift wird es eben dann gedingst. Ultimatisiert. Da ist er. Redstone. Excuse me, mir tut sehr leid, ich bin heute etwas... Keine Ahnung, wirr? So sieht zumindest aus. Da können wir jetzt da Brennzeugs rein tun. Holz. Jetzt hat der hier drüben Strom bekommen. Cooler. Guck mal, Holzkohle, Mann. So, jetzt im Ernst. Wir brauchen lukrativere Windturbine. Dafür brauchen wir... Stimmt, dafür brauchen wir Gold. Und immer unser ganzes Gold durchmachen. Dann werde ich das gerne mal tun. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, und da sind wir auch wieder. Ja. Was brauchen wir noch Schönes? Also, wir brauchen in erster Linie Errichtdings. Also links kommt Redstone rein und unten kommt Eisen rein. 1, 2, 3, 4, 5 brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5. Fehlt uns natürlich langsam die Energie. Und ein bisschen was behalten. Es geht gar nicht, was der für Energie hier frisst. Also, wie viel Charcoal. Theoretisch kannst du wirklich mit Lava betreiben, nur bis ich jetzt dort runtersteige. Oder das können wir ja jetzt wirklich mal, wir brauchen ja wirklich mal eine lukrative Drohung. Wir können uns ja dann auch wieder hochtippen. Also, da drüben ist mein Kackstift zum Ausgang. Nein, noch ein bisschen hoch. Gehen wir da drüber runter. Ich habe endlich...
die Quelle der Lava erfunden. So, ein Eimer feurig schöne Lava. Schnell wieder weg. So, danke. Ich wollte nicht weiter stören. Nee, passt schon. Muss ich nicht für dein mehr bedanken. Die Treppe weiter folgen. Kommen wir zu Hause an. Yeah. Ich bin tot. Tue ich mich jetzt beim Heat-Generator dort hinten Lava hin. Kriegt der quasi dauerhaft 5 Joule. Allein, weil Lava in der Nähe ist. Quasi, es läuft. Seht ihr das? 5 Joule werden produziert. Das wäre jetzt auch nicht das A und O, aber wir haben quasi eine Produktion. Kommt mir, die Windmühlen, die sind viel effektiver. Ja, was brauchen wir noch? Energietablette brauchen wir auch die. Das Gold müsste schon durch sein. Alles wartet auf sie. Zumindest ich. Müsste da noch mein gehen wieder? Atomic Dissembler brauchen wir auch 2 Diamanten. Nee, eigentlich nur einen. Brauchen wir aber auch Obsidian. Oder warte mal, wir brauchen diese Obsidian Ingot. Find Obsidian kriegen wir aus Obsidian das und den kriegen wir natürlich aus Obsidian. Also nice eigentlich immer euer Freund, Leute. So, Leute, ihr könnt mir auch mal einen Kommentar schreiben. Irgendwie. Ja. Es tut mir leid, dass ich gestern das Video irgendwie so komisch gerendert habe. Ich weiß selbst nicht, wie es passieren könnte. Ich hätte schon andere Videos gemacht. Nur keine Ahnung. Beim Thumbnail muss ich vielleicht die Zahlen nochmal in einer anderen Farbe machen. Habe ich mir gestern so gedacht. Naja, mal schauen. Mit den anderen Staffeln, also Projekten, wird es vielleicht auch weitergehen. So, wir werden sehen. Man, es ist irgendwie komisch, wenn man einfach mit sich selbst redet. Also. Gerade so jetzt wirklich, weil ich rede ja jetzt nicht über das Spiel, sondern ich erzähle ja wirklich. Das ist wiederum was komplett anderes irgendwie. Ja, denn im Spiel mache ich ja immer, also das muss dahin, dann machen wir das, dann machen wir dies, dann machen wir jenes und dann haben wir Obsidian TNT. Ha, und dann haben wir uns in Luft. Nee. Aber jetzt ganz mal ehrlich. Au. Da bin ich runtergefallen. Da hat es mich kaputt gemacht. Aber der ist auf jeden Fall schon mal effektiv. Ja, dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn er fertig ist. So, da wären wir wieder. Der ist gleich fertig, aber nochmal zur Information. Hier drüben sieht man jetzt bei den Balken, 30 Redstone. Da habe ich 1 zu 4 reingeworfen wahrscheinlich. So wie es aussieht. Er kriegt eben da sein Produkt. Da kann man auch nochmal auf die Rezepte drauf finden. Da gibt es eben die verschiedenen Dinge. Stahl kann man herstellen, anderes Zeugs, Moorstein. Die eine Textur, die war sehr schön hier. Biofuel. Ah, Sand zu Dirt. Immer eine gute Idee. So, jetzt können wir schon mal die Energietablets machen. Da haben wir ja dann eine massive Stromzufuhr. Kann doch mal per Ernte einlegen. Dreh mich jetzt auf. Jetzt ist Schluss. Wenn ich den Crafting-Table in die Crafting-Dings, dann kriegen wir eine Crafting-Station. Da kann nichts mehr rausfliegen. Ja, und links die Kiste, die wird mir dann angezeigt. Kann ich dann mich hier reinlegen? Jetzt fällt mir zufälligerweise ein, mir fehlt Redstone, dann kann ich mich selber... Hä? Ganz im Ernst.
Ich hatte ja mehrere Server abgebaut. So, wir haben wieder. Wie wir gerade immer aufgefallen ist, hat mir Herzen gefehlt. Ich bin derweil mal hier runtergeschampt. So, ich habe vorhin übrigens mal was umgestellt. Weil ich würde schon sagen, wir machen uns Warp Points. Weil bevor ich mit euch Ewigkeiten an einer B laufe, sind wir so viel schneller. Man muss rot. Das ist ja die Mine des Todes. Haben wir jetzt Redstone? Zu wenig sein. Hätte ich gerade schon mal abbauen können. Seht ihr, hey, wie unproduktiv ich eigentlich bin. Vor allem wie ewig ich gebraucht habe, um hier wieder runter zu finden. Eigentlich hat es nicht lange gedauert. Kann eigentlich mal was essen. Jetzt in Real Life. Hab jetzt irgendwie immer so schnell Hunger in Ferien. Keine Ahnung, obwohl in meiner, wo ich gleich viel Frühstücke eigentlich zu mir nehme. Hier haben wir noch Gold. Seht ihr, wie schön eigentlich Mining ist? Ja, was haltet ihr eigentlich von dem Thema Mining? Gefällt's euch? Mag ihr es nicht? Ich hatte auch immer gespielte Ansichten. Auf der einen Seite ist natürlich Mining schon schrecklich. Auf der anderen Seite ist es natürlich schön. Es ist schrecklich langweilig vor allem. Nur am Anfang, da macht es meistens Spaß. Jetzt, ich finde es gerade nicht so lustig, dass es Spaß machen würde. Weil man macht es einfach jetzt viel zu oft. Ich habe es übelst lang nicht mehr gemacht eigentlich. Deshalb kommt eigentlich auch schon wieder langsam der Spaß. Aber, weil, ja. Falsch. Weil, ja. Weil, ja, ja. War ja nix und dann passt das und dann soll das und geht das und hubbel das und schrubbel das. Was mir mit up to date fire. Zeit leider. Heute geht alles schief. Heute geht alles schief. Bis gleich. Ja, da läuft gerade noch das Obsmium mit Redstone durch. Da kriegen wir den Basic Control Circuit. Da haben wir ja noch den anderen Mist. Ja, was soll denn jetzt bitte fehlen? Legen wir es eben selber rein. Ja, und da haben wir unsere erste Windturbine. Kann man vor unserem Haus abstellen. Ja, die Frage ist eben dann das Haus hier. Das Haus. Maschinen rein, rechts, links. Und so eben, wie man es am besten macht. Sowieso immer falsch, aber... So, die produziert jetzt 161 Joule. Tick. Speichern natürlich auch. You were kicked from the server. Ja, jetzt seht ihr, ich bin gerade schon 30 Minuten AFK. Grausam. Ja, wir haben unsere richtige Energieversorgung, die Leitungen. Das wären dann quasi mit der Textur geändert. Ja, die da freue ich mich noch Stahl. Wie stellen wir Stahl her? Ich werde das dann aber schon mal machen, bitte. Das ist gerade das falsche Stahl natürlich. Ich sollte das Stahl hier mal auswählen. Jetzt finden wir es leichter. Das Stahl kriegen wir. Wenn man Kohle und Enriched Iron. Das heißt Kohle und Eisen. Sprich, wir fahren zwei Kohle und ein Eisen für ein Steel. Ja. Da werde ich schon ein paar Leitungen erstmal machen. Das Ganze hier ein bisschen umbauen. Liebe Leute. Und... Ja, das sehen wir uns nächste Folge wieder. Ich freue mich. Und... Ja, Leute. So ist das eben.
Ciao, Lee. Ciao, Ryan. Wir sehen uns. Ja. Was machen wir nächste Folge? Überrascht euch. Ciao.